Ich stehe hier auf einer Anhöhe und hinter mir liegt die Stadt Laa. Alles wartet hier auf den Frühling, aber man kann sehen, der Winter hat sich nochmal eingestellt und es bläst im Moment ziemlich stürmisch und eiskalt. Ähnlich muss es wohl den Mitarbeitern des Schaeffler-Standortes in Laa gehen. Arbeitsplätze sind in Gefahr und alles hofft, dass die Bundesregierung sich in Bewegung setzt und die Staatshilfe Schaeffler unter die Arme greift. Heute Mittag wurde vor Ort durch den Betriebsrat ein Zeichen gesetzt. Der Betriebsrat hat sich vor der Commerzbank in Position gestellt und signalisiert damit, dass sie Schaeffler unterstützt und zum Ausdruck bringt, wie viele Arbeitsplätze in Gefahr sind. Doch mehr dazu in meinem kleinen Bericht vom heutigen Tage. Herr Onemus, aus welchem Grund stehen Sie denn mit Ihrer Mannschaft heute hier? Wir haben eine gemeinsame Aktion geplant vom Gesamtbetriebsrat. Und zwar ist heute ein Treffen in Frankfurt. Unsere Führung vom Gesamtbetriebsrat trifft sich mit dem Vorsitzenden der Commerzbank zu einem Gespräch, wie es weitergehen könnte, dem Zukunftskonzept vor allen Dingen, wo ja auch die Commerzbank mit ziemlich der größte Kreditgeber ist, da auch am meisten bewegen kann. Nun sehe ich, Sie sind also mit Ihrer Betriebsratsmannschaft hier. Sie wollten damit auch ein Zeichen setzen? Wir haben bewusst in allen Standorten einen kleineren Kreis gewählt, noch keine Aktion, größere Aktion zu machen. Das hoffen wir nicht, dass wir es machen müssen, aber wenn das Zukunftskonzept die Arbeitsplätze in Laa gefährden würde oder unter Umständen auch Standortschließungen in anderen Städten oder Orten geplant sind, werden wir natürlich auch die Belegschaft aufrufen zu gemeinsamen Aktionen. Oberbürgermeister Dr. Müller, darf ich Sie kurz fragen, hier steht ja die Schaeffler Betriebsräte. Haben Sie Verständnis für diese Aktion? Also Sie wissen, dass ich da sehr viel Verständnis dafür habe und ich bin wie die Betriebsräte und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch persönlich in Sorge. Laa ist ein großer Schaeffler, ein großer traditioneller INA-Standort. Schon weit in den seit den 50er Jahren gibt es diesen Standort. 1350 Beschäftigte jetzt bei uns zurzeit. Das sind also letztlich weit über 1000 Familien hier aus Laa, aus der Region, aus dem Elsass. Und die Sorge ist schon, dass, wenn es nicht gelingt, einen Schutzschirm zu schaffen, dieser Standort in Gefahr gerät. Zumindest Gefahr gerät, abgespeckt zu werden. Schlimmeres will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber ausschließen kann man, glaube ich, in der jetzigen Situation auch nicht und nichts. Und deswegen bin ich in großer Sorge. Ihre Präsenz hier am Ort, ist das auch eine gewisse Solidarität mit den Mitarbeitern? Also ich denke, jeder von uns, der hier lebt, muss diese Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der INA oder der Schaeffler empfinden, genauso wie wir es seinerzeit bei Gruhr gemacht haben. Auch das empfanden wir letztlich als politisch verantwortlich in eine schwierige Situation für die Familien, für die Arbeitnehmer. Und es gibt große finanzwirtschaftliche Zusammenhänge, die man vielleicht aus unserer Sicht nicht immer voll durchschaut. Aber eines ist klar, wir vor Ort erleben die sozialen Auswirkungen und über die sozialen Auswirkungen dann eben auch kulturelle Auswirkungen. Wenn die Menschen weniger Geld haben, können sie bei uns nicht ins Theater gehen, sie können nicht ins Kino gehen, sie können ihre Vereinsbeiträge nicht bezahlen. Das ist das, was mir als Oberbürgermeister Sorge macht und deswegen bin ich heute auch hier. Vielen Dank. Bitteschön. Nun hat ja die Geschäftsleitung angekündigt, dass sie mit ihrem Zukunftskonzept noch ein bisschen Zeit lassen will, um eben ein fundamentiertes Zukunftskonzept vorstellen zu können. Wie empfinden Sie diese Maßnahme? Oder? Ich denke jetzt mal, um halt eben ein fundiertes Zukunftskonzept zu erstellen, das braucht natürlich auch Zeit, da haben wir auch Verständnis. Ich meine, dass es schon richtig ist, das Zukunftskonzept so zu gestalten, dass es zum ersten positiv für die Belegschaft ist und zum zweiten auch für Schaeffler insgesamt. Okay, vielen Dank, Herr Patroff. We'll be right back.